was auch immer sie gerade hat. Es kam gerade ein Verführe ihn. Nee, danke. Nun gut, dann wirst du halt der Duke of Ursul. Und er freut sich darüber. Was für ein Arschlochbruder bist du denn? Du kommst hierher, um deine Tochter zu befreien und sagst dann, ach nö, muss nicht sein, solange ich bloß der Duke werde. Okay. Und das hat uns glücklich gemacht. Nun kann ich Juliana bis an ihr Lebensende eingeschlossen halten und es wird sich niemand drum kümmern. Gut, also ich glaube, der erste Schritt in Richtung bösartige Prinzessin ist getan. Wir freuen uns jetzt schon drüber, wenn wir Leute im Kerker behalten können. So, und wir waren jetzt oft genug im Kerker. Obwohl, da ist jetzt gar nicht mehr plus eins, sondern das ist wieder ein Fragezeichen. Also wieder eine Sonderaktion. Trotzdem, wir waren schon ziemlich häufig da. Was haben wir denn noch so? Wir könnten nochmal zu unserem Vater gehen. Wir könnten ängstlich werden. Was haben wir denn da? Ängstlich oder unter Druck? Also für unsere Krieger, Intrigen, böse Prinzessin sollten wir eher unter Druck sein als einsamer. Und eher depressiv. Wie wird man denn schön depressiv? Wir könnten das Grab unserer Mutter besuchen. Depressiv und ängstlich. Ängstlich macht wütend weg, das ist nicht gut. Einsam und ängstlich. Na gut, eine Krieger, Dämonen, Prinzessin, Slayer überhaupt kann auch ruhig einsam sein, oder? Die muss nicht ohne unter Druck stehen. Einsam kam jetzt schon ein paar Mal. Und als nächstes solltest du wohl auch öfters, wurde es zumindest genannt, Etikette, beziehungsweise das Etikettieren der Kriegsgefangenen. Okay, also, depressiv und einsam. Depressiv und einsam ist das Schloss erforschen. Und wir finden nichts außer Spinnenweben. So, Skills. Etikette war das, hm? Oh, Etikette haben wir minus 2. Das ist nicht so gut. Ah ne, hier ist Etikette. Court Manners, würde ich sagen. Also Verhalten am Hofe. Das heißt, wir machen jetzt mal Court Manners. Und Foreign Intelligence, damit wir weiter in Intrige kommen. Und das erste Outfit freischalten. Fertig. Zehn Punkte ist okay. Foreign Intelligence geht richtig schön hoch. Gut, gut. Der Chat erzählt dir gerade, dass du eben einen Fehler gemacht hast. Du hast nämlich etwas genommen, wo Afraid mit drin war und das macht dein Angry weg. Ah, okay. Ein Mann ist hier, um euch zu sehen. Er hätte gerne das königliche Gold für ein Projekt. Denk dran, die Schatzkammer ist nicht unendlich. Wenn wir jetzt investieren, wirst du später weniger Gold haben. Und es gibt da anscheinend wirklich nicht angezeigte Daten über die Anzahl an Soldaten, die man hat, an das Anzahl an Gold, das man hat und so weiter. Das kann man erst freischalten, wenn man sich in eine gewisse Richtung entwickelt. Also wenn man zum Beispiel Bankenwesen studiert, dann kann man sehen, wie viel Gold auch in der Schatzkammer ist. Noch eine von den Details, die erst später wirklich deutlich werden. Also das Spiel hat mehr zu bieten, als auf den ersten Blick zeigt. Also, dieser Mann hat den Plan, Bücher zu drucken mit Metallbuchstaben, die bewegt werden können. Also Buchdruckkunst hatten sie damals ja noch nicht, auch in dieser Fantasy-Welt nicht. Er braucht 875 Lassi dafür. Mit diesem System wäre ich in der Lage, neue Bücher viel, viel schneller herzustellen. Okay. Wir haben aber leider weder von Produktion noch von Handel eine Ahnung. Und dementsprechend wissen wir nicht, was wir sagen sollen. Schick ihn weg. Bücher sind für Hexen. Buchdruck ist ketzerisch. Wir kaufen nichts mit 5 Ausrufezeichen. Blasphemie. Ja. Ich weiß weder etwas über Fabriken noch über Handel. Könnte das wirklich etwas Wertvolles sein? Wir haben kein Interesse. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. So,
Also afraid wollten wir nicht. Wir wollten aber lonely. Genau, lonely wollten wir und depressed. Depressed und afraid. Afraid wollten wir nicht, weil das macht angry weg. Das ist nicht so gut. Lonely und cheerful. Nee, das macht depressed weg. Willful und lonely. Willful ist gut. Lonely ist gut. Okay, wir büchsen aus. So. Wie schaut es mit den Skills aus? Intrigen können wir interne Affairs erst rüberbringen, wenn Ciphering höher ist. Also probiere ich mal was aus. Wir machen Ciphering und hier Internal Affairs. So. Damit ist das jetzt auf über 25. Ein neues Outfit. Und wir können Intrigen über 50 steigern. Sogar ziemlich schnell. Und wieder ein Schleimer. Der halt sagt, dass es schade ist, dass unsere Mutter gestorben ist und so weiter und so weiter. Dankeschön. Es gibt jedoch eine wichtige Sache. Ich brauche deine Hilfe. Die Ixioniten okkupieren das Land um Imbrum. Und es ist Zeit, zurückzuschlagen. Das ist jetzt unsere Chance, denke ich mal. Aber Foreign Affairs hat failed. Das haben wir doch extra gelernt. Ich weiß, es gibt Probleme mit Ixion, aber ich kenne die Details nicht. Ich denke mal, sie okkupieren das südliche Mare. Okay. Militär Success. Okay. Wir haben sehr viele Truppen, also sollte es nicht allzu hart werden, sie zu vertreiben. Wir können sie angreifen. Zieh in den Krieg, laut Chat. Und du sollst auch daran denken, dein Schwert noch weiter zu trainieren. Oh, guter Punkt, ja. Schlachte die Barbaren ab, sagt Tatavok. Okay, also wir könnten halt verhandeln oder in den Krieg ziehen. Krieg, Burn, Mörder, Loot, sagt Isolation. Also ja, yep. Prepare for battle. Nun, wenn sie kämpfen wollen, dann sollen sie kämpfen. Die Truppen werden losgeschickt. Vielen Dank. Und Willful plus 1. Und jetzt macht er uns darauf aufmerksam, dass das Necklace, was wir tragen, also das Amulett, wohl doch so eine Art Verlobungsgeschenk ist. Vom Duke of Setna. Und jetzt können wir sagen, ob wir drüber nachdenken oder nur sagen, dass es einfach nur Schmuck ist. Also ich habe nicht vor, unsere Krieger, Dämonen, Slayer, Prinzessinnen, jemanden einfach so anzudrehen für ein kleines Trinket. Also sagen wir mal, es ist einfach nur Schmuck, den wir erbeutet haben. Um nicht zu sagen, geplagt. Nö, habe ich nicht vor. Grins. Also ja, ich habe nicht vor, ihn zu heiraten, aber ich lasse mich gerne beschenken. Mag das nicht jeder? Wenn du so sagst, Königin. Sehr schön. Schmuck abgestaubt und wir müssen keinen alten Sack heiraten. Das ist schon mal sehr gut. Wie ist unsere Stimmung? Sehr willful. Könnten noch ein bisschen depressiv oder lonely gebrauchen. Obwohl ich jetzt doch langsam gespannt bin, was in dem Dungeon ist. Wahrscheinlich ist diese Duchess of Ursul da jetzt wieder drin und sagt irgendwas Neues. Du gehst runter in den Dungeon, um Juliana weiter zu verspotten. Doch als du zu ihrer Zelle kommst, siehst du, wie sie im Schneidersitz mit geschlossenen Augen da sitzt und dich absolut ignoriert. Ja, also jetzt haben wir die Möglichkeit, sie weiter zu verspotten, weil sie uns ignoriert. Wir können sie exekutieren oder wir können sie in Ruhe lassen. Ich glaube, ich weiß schon, wie der Chat reagiert. Also nehme ich mal exekutieren. Plus ein Wut. Du denkst, du kannst mich also ignorieren, ne? Wache! Kommt hierher mit euren Schwertern zur Hand. Schlag ihren Kopf ab. Du scheinst gerade echt hell sehen zu können. Töten, exekutieren, kill, Hexe, verbrennen sie und so weiter. Hol die Axt.
Und ich habe auch gerade einen Steam-Erfolg bekommen dafür, dass ich sie umbringen habe lassen. Es gibt für echt komische Sachen hier Erfolge. Ich habe auch schon mal einen Erfolg dafür bekommen, dass ich irgendein kleines Mädchen dazu gezwungen habe, jemanden zu heiraten, den sie gar nicht wollte. Das ist teilweise recht makaber. Ja, aber schlagt ihr den Kopf ab. Jetzt. Julianas Augen schnappen auf. Sie starrt dich an, aber es ist egal. Denn es ist nichts da, was sie tun kann. Sie ist ein hilfloser Gefangener. Richtig? Und da kommen irgendwelche Special Effects. Sie ist deine Hexe. Ja. Ich denke, ich werde jetzt sterben. Was ist das Licht, das da auf euch zusteuert? Busch. Wir sind tot. Da Vader im Chat sagt, beim nächsten Mal sind wir lieb, okay? Ja, also wir sind jetzt von diesen magischen Ketten erwürgt worden, glaube ich. Ja. Ist die Prinzessin in einem Nachthemd zur Exekution gegangen? Das macht sie anscheinend immer, die ist da so ein bisschen makaber. Also, Elodie hat es nicht überlebt, ihre Krönung zu erleben. Ja. Klick. Titelscreen. Das war also unser erstes Leben. Was haben wir gelernt? Wir brauchen am Anfang Reflexe. Wir brauchen Intrigen. Wir sollten nicht die komische Hexe exekutieren. Ja. Okay. Also ich brauche eine ganz kurze Pause. Ihr könnt euch inzwischen schon überlegen, was wir jetzt anders machen. Also wir können wieder zur Krieger-Dämonen-Intrigen-Prinzessin werden. Wir sollten dann halt uns nur daran halten, dass wir nicht die Hexe umbringen, sondern sie einfach nur verspotten oder treten oder irgendwas in der Richtung. Aber nicht sie töten. Oder wir paddeln zurück, wie geht nicht mehr. Minigamer schlägt vor, wir spielen diesmal eine Hure. Was? Okay, das andere können wir natürlich auch machen. Wir sind jetzt eine ganz liebe Prinzessin, wir wollen fröhlich werden, wir versuchen uns mit allem anzufreunden und so weiter und so weiter. Das könnt ihr euch in der Zwischenzeit überlegen. Ich bin erstmal ganz kurz AFK-Käffchen. Also bis gleich. Womit soll ich euch denn unterhalten? Ich habe keine Ahnung, wie teuer das Spiel ist. Und Rü. Und was sagt der Chat so, was wir machen sollen? Es ist so ziemlich eine 50-50, was bisher kam. Halt zum einen eine liebe, gute Königin, wie auch immer, und zum anderen halt eine brutale Assassin, Bankiererin, irgendwas, Prinzessin. Okay. Das können wir ganz einfach lösen. Strawpoll. Was für eine Prinzessin? Fragezeichen. Ultra lieb. Oder Dämonenslayer über böses Ding.
Rokan meint gerade, ich finde, die nächste Prinzessin soll so werden wie Kyria. Okay, was heißt das? Das weiß ich auch nicht so genau. So, ich habe im Chat gepostet, wie der Strawpoll ist. Dann könnt ihr da gucken und abstimmen, was denn die nächste Prinzessin werden soll. Und ich sehe schon die ersten Stimmen reintrudeln. Ja, das ist echt 50-50. 16 zu 14 bisher. 20 zu 16. Ah, Ultralieb hört auf, holt auf. Aber Dämonenslayer, überböses Ding, ist immer noch vorne. Das heißt, das Einzige, was wir da anders machen würden, wäre dann wohl, dass wir die Hexen nicht umbringen. Und vielleicht sogar eher selber eine Hexe werden. Ah, ich wollte gerade sagen, es sieht langsam so aus, als wenn gut aufholt. Aber überböses Ding ist immer noch 5 Stimmen vorwärts und wir sind gleich bei 77 Stimmen und wir haben nur 100 Zuschauer oder so. 98, ja. Ich bin nicht verrückt an den Chat und mein Lachen ist gar nicht so fies. So, wir sind bei 41 zu 41. Die nächste Stimme gewinnt. 42 bei Ultralieb. Okay. Wir sind jetzt eine ultraliebe Prinzessin. Wer auch immer Stimme 83 war, das ist jetzt deine Entscheidung. Also Ultralieb ist höher. Die Macht der Liebe wird siegen. Oder wie auch immer das ging bei Sailor Moon. Neues Spiel. So, den Text kennen wir schon. Überspringen. Ich habe das bereits gespielt. Also, wir sind jetzt eine ultraliebe Prinzessin. Das heißt, wir wollen cheerful sein, also glücklich. Wir wollen yielding sein, also wir hören auf das, was der König sagt. Wir wollen nicht einsam sein, denn einsam ist doof. Und wir wollen lieber ängstlich sein als sauer. Wobei Mittelding wahrscheinlich eher besser wäre. Das heißt, wir nehmen jetzt Classes. Obwohl, warte mal, jetzt müssen wir gucken, wo wir Boni bekommen. Wir kriegen Bonus in Dekoration, Instrumente und Gesang. Ich glaube, das nehme ich sogar. Das wird zu so einem Ultra-Gut-Mensch passen, oder? Und sonst halt noch Pferde, Hunde und Falken. Wir müssen aber auch dann denken, wir brauchen Reflexe. Wir brauchen Hofmanieren. Aber da haben wir gerade minus 2, also bringt's nichts. Was brauchten wir noch? Hofmanieren passt auch zu Ultralieb. Ja, das stimmt. Und Animal Handling, das passt auch. Ja. Aber ich glaube, ich nehme zuerst... Dekoration, Instrumente und Stimme hatten wir bisher noch gar nicht gebraucht in dem Leben, ne? Das kam noch nicht auf. Okay, das kann also warten. Die drei allerdings auch nicht. Ich glaube, ich trainiere lieber jetzt schon mal... Reflexe, damit die Schlange uns nicht tot beißt. Und Trade, also Handel, damit wir den Gutenberg diesmal nicht wegschicken. Classes, Economics, Accounting und Agility Reflexes. Was noch passen könnte, wäre eventuell Medizin, Herbs. Ja. So was lernen wir. Dein Lehrer geht um dich herum und versucht dich mit dem Finger zu pieksen, damit du Blockiertechniken lernst. Okay. Das klingt sehr merkwürdig. Und am Nachmittag machen wir einfache mathematische Rechnungen mit der Hilfe eines Abakus. Okay. So. Jetzt kommt wieder unsere Cousine. Mit der bösen Tante. Das heißt, die Schlange kommt gleich. Nee, Schlange kommt ja später. Jetzt freuen wir uns einfach nur, dass unsere Cousine da ist. Hallo Lodi. Hallo Lotti. Lodi und Lotti. Ach du Gott. Ja. Sie ist glücklich und das ist gut, denn wir wollen eine glückliche, liebevolle Prinzessin werden. Die dann bestimmt einen sehr qualvollen Tod sterben wird.
Und jetzt haben wir die Möglichkeit, unseren Nachmittag zu planen. Also, wir könnten zum Kurt gehen, den kriegen wir yielding. Also, dass wir ehrfürchtig Autoritätspersonen gegenüber auftreten. Wir werden dadurch aber auch depressed. Und depressed ist nicht so gut. Es kam jetzt schon öfters, du solltest dieses Leben etwas mehr mit dem Vater reden. Mit dem Vater reden? Okay. Dann machen wir das doch gleich mal. Papa, können wir uns unterhalten? Das ist keine gute Grundlage. Ich werde gleich sehr skeptisch. Es tut mir leid. Dein Onkel und ich haben viele Dinge zu tun. Vielleicht später. Oh. Und sie ist einsam. Danke, Chad. Jetzt ist unsere liebe Superprinzessin einsam. Der Teddy ist der nächste Tipp. Ja. Ich glaube, da will sie es auch hin, so wie sie aussieht, zum Teddy. Stimmung ist, sie ist ein wenig willful, sie ist immer noch depressiv und sie ist ängstlich. Gibt's irgendeinen Bonus gerade? Ja, gleiche Sachen wie vorher. Das heißt, ich werde wieder Reflexes trainieren und vielleicht diesmal Trade. Also ja, normalerweise der Power-Gamer in einem würde einem sagen, man sollte immer das trainieren, wo man einen Bonus drauf hat. Das stimmt leider nicht ganz, weil wir haben ja gesehen, es gibt bestimmte Punkte, da muss man einen Skill so und so hoch haben, sonst passiert was Schlimmes. Das heißt, es bringt uns jetzt nichts, allgemein sehr hohe Skills zu haben, wenn die Skills niemals abgefragt werden. Dementsprechend halt Agilität, Reflexes und da Trade. Ember hier fragt, bringt Voice Vorteile beim Sprechen? Ich glaube nicht. Ich glaube, Voice ist, genau, wunderschön singen. Sollten wir eigentlich auch trainieren, huh? Es würde auf jeden Fall passen. Und wir haben Bonus auf Expressionen, ne? Ja, okay, na gut. Heute machen wir mal nichts Produktives, also wir verhindern nicht, dass wir von der Schlange gebissen werden, sondern wir tanzen und singen und sind fröhlich. Instrumente. Ja, wir üben Tiefatemtechniken, damit wir einen Ton halten können. Okay. Und wir trainieren zu einem Glockenspiel und lernen dadurch die Grundlagen von Harmonie und Rhythmus. Sie sieht nicht aus, als wenn sie Harmonie und Rhythmus gerade so wichtig finden würde, aber na gut. Und Hudo Astratis meint, Voice ist wichtig, um magische Kräfte freizusetzen oder so. Okay. Mr. Fischwurst schreibt auch nur, naja, nicht, dass sie auf der Bühne singen muss und so schlecht singt, dass sie jemand erschießt. Das wäre auch ein interessanter Tod, ja. Aber gut, die Hexe ist da. Wir dürfen sie diesmal nicht umbringen, sonst erwürgt sie uns mit goldenen Ketten in unserem Nachthemd. Wir können sie ja gleich freundlich begrüßen und nett behandeln. Genau, wir sind das hier genaue eh gut. Gegenteil. Ja. Du hast keinen Respekt oder Ehre. Du bist schuld, dass meine Frau tot ist. Was? Ja, das kennen wir schon. So. Also wir wollen lieb sein. Wenn wir sie wegschicken, ist das ihr gegenüber nicht besonders lieb, aber unserem Vater gegenüber. Wenn wir sie verhaften lassen, ist es niemandem gegenüber lieb. Und wenn wir sie der Vater war eben gerade zu uns auch nicht lieb, also warum sollten wir lieb zu ihm sein? Weil wir ein liebes Kind sind. Also ja, und wenn wir sie hier lassen, dann wäre es ihr gegenüber lieb, aber unser Vater wäre wahrscheinlich ein bisschen eingeschnappt. Aber wir wissen aus unserem früheren Leben, dass sie ja nicht unsere Mutter umgebracht hat. Jedenfalls meint das diese komische Krankenschwester-Hexe. Also lassen wir sie bleiben, auch wenn das kurzfristig gegen unseren Vater spricht, oder? Mal einen Blick auf den Chat. Ja, lass sie bleiben, kam bisher am häufigsten. Auch liebe Kinder sind trotzig, ja. Ja, das stimmt wohl, das kann ich unterschreiben. Also lassen wir sie bleiben. Und sie ist ja auch recht reumütig hier vom Blick her. Ich möchte hören, was sie zu sagen hat. Wir sind trotzig geworden.
Wie du wünschst. So, jetzt haben wir hier die Option, zu Charlotte zu gehen. Inqui 0815 meint nur, denk an PMS. Papa muss sterben. Was? Also, wir haben den Teddybär. Dadurch werden wir yielding, lonely und cheerful. Ich glaube, das ist alles, was wir brauchen, oder? Na, lonely nicht ganz so schön. Ja, Chat. Ihr habt gesagt, ich soll zum Papa gehen. Letztes Mal wurden wir abgeblitzt. Vielleicht wäre es diesmal besser. Oder wir könnten gleich zu der Hexe gehen. Vielleicht kann sie uns schon was beibringen. Ansonsten würde ich wahrscheinlich den Teddy knuddeln oder die Messe besuchen, wenn wir nicht so depressiv sind. Weil das hat nur Vorteile für uns. Bagger schlägt vor, den Kurt zu besuchen. Das baut Druck auf, macht depressiv. Ich weiß nicht. Ich sehe jetzt schon zwei Leute, die sagen, wir sollen mit der Hexe sprechen. Ja, und nur ein Teddy. Nein, zwei Teddy jetzt gerade. Hexi ist netti. Geh zur Hexe, mit der Hexe sprechen, okay. Visit Charlotte, nein. Visit Juliana, Duchess of Ursul. Nun, was ist es, was du mir beibringen möchtest? Zuallererst muss ich wissen, ob du den Kristall deiner Mutter hast. Was für ein Kristall. Die Quelle aller Macht der Lumen, also diese Hexen, ist ein besonderer magischer Kristall. Sobald du dich einmal mit ihm verbunden hast, bekommt er einen Teil von dir, solange wie du lebst. Was jetzt 30 Minuten waren im letzten Leben. Oder so ähnlich. Der königliche Kristall wurde von Herrschern zu Herrschern weitergereicht. Er gehört dir. Nun ja, er gehört eigentlich dir. Dein Vater hat ihn aber von dir ferngehalten, weil unser Vater wahrscheinlich nicht will, dass wir eine Hexe werden. Hast du einen Kristall? Natürlich. Da-da-da-da! Sie hält ihre Hände heraus und Licht funkelt über ihren Bosom. Und du dann unter Funken und Sprühen taucht der Kristall auf. Du versuchst ihn zu berühren. Der Kristall liegt auf ihrem Busen. Du willst echt. Okay, lassen wir das. Also der Kristall. Sie ist ein naives kleines Kind. Was erwartest du? Mit 15? Ich weiß ja nicht. Sie ist ein sehr naives Kind. Ja, das passt schon. Also als sie versucht, den Busen zu berühren, verschwindet er. Der Kristall. Oh. Er gehört zu mir. Niemand nimmt ihn von mir, bis ich sterbe. Okay. Du musst deinen eigenen Kristall finden. Ja, okay, wir haben also einen Plan. Wir brauchen einen Kristall, der genau dahin gehört. Wie geht's dir? Du bist willful und alles andere ist ziemlich down. Okay, Skills. Wir kriegen immer noch Bonus auf Expression und Tierhandhabung. Animal Handling haben noch gar nichts. Ich glaube, das mache ich mal. Classes, Animal Handling, Animal Handling. Was hättet ihr denn gerne? Pferde, Hunde oder Falken? Ich denke mal, Falken passt eher zu so einem böse Dämonen-Slayer-Übergewicht. Hunde neutral und Pferde sind wirklich kitschig. Also meistens jedenfalls. Würde, glaube ich, zu einer pinken Prinzessin fallen. Pferde, Ponys würde passen. Genau. Später Einhörner, die Regenbogen kotzen. Ist die Cousine noch da zum Spielen oder war das erst der Kurzbesuch? Ich glaube, die ist noch da. Also ja, wir könnten zu unserer Cousine gehen, einfach nur, um unsere Depressionen loszuwerden. Also der Chat findet bisher Falken noch am besten, danach kommen die Ponys und Höllenhunde. Aber wir wollten nicht böse sein, Leute. Pferde, Pferde, Pferde und Falken. Ja komm, ich nehme Pferde. Also Horses, Horses, dann. Was lernen wir denn Schönes über Pferde? Wir lernen ihre Anatomie. Okay. Was lernen wir am Nachmittag? Wir lernen sie zu bürsten und ihre Hufe sauber zu bekommen. Und wie man den Equipment anlegt. Okay. Oh oh.
wir hätten sie mal vorher besuchen sollen. Jetzt wird nämlich entweder sie oder wir von der Schlange gebissen. Was? Ist was anderes passiert? Also wir haben gerade er liebt mich nicht gespielt. Und jetzt stirbt die Duchess of Ursul, also unsere nicht eingekerkerte Hexe, in den Garten und zeigt mit einem Schwert auf uns. Das konnte sie im letzten Leben halt nicht machen, weil sie im Kerker war, aber jetzt ist sie es nicht. Nein, nicht auf dich, auf deine Füße. Prinzessin, beweg dich nicht. Wollen wir stillhalten oder wollen wir runtergucken? Was macht eine pinke Prinzessin? Macht sie das, was man sagt, oder ist sie einfach zu neugierig und guckt runter? Was denkst du, Kyria? Das, was man sagt, wenn wir eine wirklich liebe Prinzessin spielen wollten, wie wir gesagt hatten. Ultralieb ist sie, hört auf die Frau, der sie vertraut, scheinbar. Ja, würde ich glaube ich auch sagen. Was sagt der Chat? Verbrennt sie. Nein. Nein, wir verbrennen die Hexe nicht. Und auch keine Lesbenbeziehung. Nein. Stillhalten, und stillhalten. Stillhalten, ja. Ja, okay. Wir halten still. Der Test auf Composure ist fehlgeschlagen. Du willst stillhalten, aber du hast einfach nicht die Selbstkontrolle, um die Position zu halten, ohne runterzuschielen. Du siehst runter, wo das Schwert hinzeigt. Es ist eine Schlange, dick geschrieben, im Gras. Und wir sind ängstlich. Okay, du kannst dir nicht helfen. Du quietscht und springst nach hinten. Die Schlange spannt sich an und bereitet sich vor zu beißen.